So. Da brauchen wir eigentlich nichts für, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn mir das die komplette Lösung richtig sagt. Kann ich hier einfach die Mimik befreien. Prinzessin befreien. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist das jetzt. Mit ins Schlafzimmer gegangen haben wir schon. Okay, wollen wir mal probieren, ob da was passiert. Ha, hier. Super Mario und die Prinzessin haben das Loch am Boden nicht gesehen und sind direkt in den berüchtigten Ambusshof gefallen. Dann wurden sie von zwei Ambossen zerquetscht, die aus dem Nichts kamen, weil... Videospiele. In den 53 von 100. Sehr schön. 54 haben wir schon, 55. Aha. Das ist auch wieder mit den Prozessen. Wir sehen alles aus. Wir sind nicht mehr Mario. Es will Mario sein. Ja, Super Mario. So muss das. Komm mit. Nicht die Ziege aus Witcher 3. Prinzessin hier. Die Prinzessin. Die Prinzessin hier. Prinzessin. Prinz, wir müssen das ja nur. Hier mal eben runter. Müsste ja mit dem Fahrstuhl weiterkommen. Nee, warte, da oben, das müssen wir. Da brauchen wir aber einen Haken, oder? Da so einfach hochkommen. Ich befürchte, dass wir einen Haken verbrauchen. Es hat einen. Oh nein, 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 nein. Oha, hier waren wir noch nicht. Hey, ich bin Javi, der Schöpfer dieser Welt. Ich bin hier auf der Suche nach zusätzlichem Kapital. Oh nice. Schatzkammer, die wollen wir auch noch nicht. Und das mit Kindern, den gibt's. Eine Schatztruhe. Und Ending. Diese große Truhe roch sicherlich nach einer großen Belohnung. Ja, der Dunkle Lord. Der Dunkle Lords geheimes Manga- und Anime-Lager. Wer muss die Prinzessin retten, wenn man solch eine Sammlung hat? Otaku-Fieber. Ende 68. Sehr schön. Wo waren das? Wie sind wir da hingekommen? Ah, indem wir da runterfallen aus dem Loch und dann dort direkt. Ein Schatzkammer, vielleicht gibt es noch ein anderes Ending.
Subaria wurde schlafend in der Kammer gefunden und mit einer Kanone zu seinem Haus zurückgeschossen. Subaria wachte an diesem Tag voller Chakra auf. Oh. Ist das nicht hier Super Saiyajin? Super Mario transformiert. Ich kenne mich mit Animes gar nicht aus. Kann ich nichts zu sagen. Jetzt will ich nur eins versuchen, in die Schatzkammer nochmal zu kommen. Dann nehmen wir mal den Greifhaken und. Machen das, was ich schon vorhatte. Sind wirklich das letzte, womit ich mich auskenne. Das ist halt wirklich. Da kann ich ganz wenig zu sagen. So, Prinzessin retten. Ein Stachel springen kann ich nicht. Okay. Gehen wir mal wieder in Schatzkammer, Prinzessin. Kommen wir nur mit Prinzessin rein. Was dort links ist, haben wir auch noch nicht geguckt. Dunkler Abgrund. Okay. Dunkelste Brücke. Vielleicht kommen wir hier wieder raus. Das sind die runter abstellen könnten. Man kann generell keinen Namen, keine Items drunter abstellen. Aber wir können uns drunter beerdigen lassen. Wenn wir schnell genug sind. Können wir da drunter zerquetscht werden. Vielleicht. Nice. Es gibt auch noch ein Ending. Es scheint, dass die Prinzessin über ihr wirkliches Gewicht gelogen hat. Sie überzeugte Super Mario aber nicht. Diese riesige Tür, die den Fehler schnell erkannte, unseren Helden für immer zusammen vereint ließ. Für immer zusammen in 81. Aha, so weit unten. 1. Da können wir also vielleicht durch, nur ohne Prinzessin. Wir müssen irgendwas Schweres dabei haben. Die Wunden von die Prinzessin und Super Mario heilten schnell. So schnell, dass nicht genug Zeit war, um den Körper zu trennen. Ach du Scheiße. Weirdos Haus. ja. Töte mich. Den Greifhaken, wir nehmen mal den Greifhaken und dann bringt Weirdo mal die Prinzessin dorthin, wo ich es haben will. Greifhaken. Prinzipiell könnten wir hier jetzt. Wir haben kein Schwert, deswegen kommen wir da nicht lang. Na, nehmen wir den Weg hier. Über den Berg könnten wir auch, aber was soll es? Hier links. Gehen wir mal zur Abwechslung wieder diesen Weg hier. Nein. Schaffen wir das da jetzt noch hoch? Könnte knapp werden. Ach shit. Ah.
Aha, hier ruhen sie. Den Entwickler, den wir getötet haben. Ach, komm schon. Auf geht's, Weirdo. Hab eine neue Abenteuer. Die Kralle holen und dann nichts ab. Können wir ja mal über den Berg gehen. Wenn wir vorhin nicht sterben, ach jetzt abkommen. Jetzt kommen. Nach dieser Änderung. Das kriegen wir auch. Es wird nur aufmerksam hier. Und eine Kralle kommen da schlecht hoch. Ach komm. Bisschen Konzentration. Concentration. Concentration by the game. Mal auf. Das ist schlecht. Ja. Stunden später. So wie du musst doch mindestens eine Quest schaffen. Der war gut. So. Hier kommen wir sowieso nicht lang. Blöd für das Rätsel. Also hier hinauf. Und Hinweis. Ich nehme den Hinweis mit. Diese riesige Schrift. Taucht wieder am Himmel in der Luft. Zieh mal runter. Da wollten wir uns auch noch mal reingraben. Noch ein Hinweis. Oh, hier sind wir jetzt drin. Haben wir das schon gemacht?
Der dunkle Stein veranlasste Viodo, den falschen Hebel zu drücken. Verwandelt seinen Körper in... Ach, nach dieser Änderung. Verdammt. Ich habe mich ablenken lassen. Ich wollte doch zum... Mit dem Dingens... Mit dem Haar wollte ich die Prinzessin... Ach, komm.